Hi, dieses Video geht raus an die Leute, die was in dieser Welt verändern wollen. Und meine Erfahrung ist es, dass man über die Plattform YouTube, auf der ihr euch ja gerade befindet, sowas von viel reißen kann. Also wirklich sowas von viele Leute erreichen kann und so viele Dinge einfach den Leuten mit auf den Weg geben kann, dass es schon fast ein Verbrechen ist, wenn man nicht einen YouTube-Kanal hat, aber etwas in der Welt verändern möchte. Also Leute, ihr habt so eine große Reichweite, ihr könnt so viele Leute inspirieren, ihr könnt so viele Leute erreichen, die ihr sonst niemals im Leben treffen würdet. Ihr zieht Leute an, die größtenteils zumindest genau das suchen, was ihr darstellt. Ja? Im normalen Leben ist es ja so, du gehst irgendwo hin, ja, und triffst neue Leute die finden dann irgendwann raus, welche Haltung du hast und dass du Veganer bist und was auch immer. Ja. Jedenfalls, dass du für irgendwas stehst, dass du für irgendwas einstehst. Und viele Leute finden das dann nicht so cool, weil sie andere Ansichten haben oder sich gar nicht damit beschäftigen wollen oder so. Und hier auf YouTube hast du eben die Möglichkeit, dass die Leute, die auf deinen Kanal kommen, wirklich nur dahin kommen, weil sie dich sehen wollen. Ja? Das ist ja in der realen Welt nicht so. Ja? Da ist man manchmal zusammen unter Arbeitskollegen, was weiß ich auch immer, ja, und muss sich dann die Scheiße von dem anderen anhören und kann leider nicht weg, weil man ist ja auf der Arbeit. Ja? Aber bei YouTube kann jeder da oben auf ausklicken. Ja? Keiner ist gezwungen, zu meinem Kanal zu kommen und sich meine Scheiße anzugucken. Ja? Keiner ist gezwungen. Jeder macht das freiwillig. Okay, so, und von daher ist das einfach die beste Möglichkeit, Leute zu informieren, weil du Leute wirklich am Start hast, die was hören wollen, ja, die was verändern wollen. Daher fang an, wenn du jetzt Veganer bist und sagst, Leute, ich will jetzt hier mehr Veganer in der Welt sehen, ich will mehr Leute inspirieren, ich will die Wahrheit da raushauen, ja, ich will Leute, die mir zuhören, dann fang an, Food-Vlogs zu machen, ja, das ist immer so beliebte Videos, und model einfach die Leute, die schon Erfolg haben, und guck dir die Videos an, die Videothemen, was die so gemacht haben, wie die das machen, ja, und mach das auch. Du, ich habe am Anfang echt keinen Plan von Videoproduktion gehabt, ja. Wie man das schneidet und sowas. Das musste ich auch mir alles irgendwie erst anlernen, ja. Bis heute nutze ich immer noch den Windows Movie Maker, um Videos zu schneiden und mal irgendwie was einzufügen oder so. Meine Videos sind super einfach, ja. Super einfach. Und trotzdem habe ich 8.800, was weiß ich, Average Views, ja. Also durchschnittliche Klicks am Tag. Ja, mehr als Rohe Energie momentan sogar. Rohe Energie hat nur 7.900 oder sowas pro Tag durchschnittlich. Ja, ich meine, es ist so einfach. Ja, es ist wirklich so einfach. Stell dich einfach hin und sag, wofür du stehst. Ja, und wenn du sagst, ah, ich traue mich aber nicht, ich bin so schüchtern. Ich war am Anfang auch super schüchtern, super schüchtern. Ja, aber das kommt mit der Zeit. Und ein super Tipp, den ich dir geben kann, der mir persönlich auch immer hilft, ist, stell dir einfach vor, du redest mit jemandem, der seit Jahren dein Freund ist. Das mache ich mit der Kamera ganz genauso. Also wenn ich mich jetzt, oder wenn ihr mich jetzt sehen könntet, wie ich mit der Kamera rede, was er ja tut, aber so nochmal von außen, von hier, ja, dann ist das so, als würde mir gegenüber jemand stehen, den ich schon jahrelang kenne und den ich total liebe und den ich wertschätze und wo es mir wichtig ist, dass derjenige nicht durch meine Aussagen verletzt wird. Und ja, deswegen sage ich halt alles immer so, wie ich wollen würde, dass man es mir erklärt oder mir sagt, ja. Und ich will einfach euer Wohl, ich will dein Wohl, ja. Und das ist halt der Mega-Tipp, den ich dir geben kann. Es gibt viele YouTuber, die da draußen sind und die immer da rumkratzeln. Es ist okay, wenn du am Anfang nur 2, 3, 4, 5 Aufrufe kriegst, ja. Das sind 5 Leute, die du erreichst. Von daher ist es nicht schlimm, ja, aber wenn du mehr Leute erreichen willst, ist es halt wichtig, dass du nicht so total unsicher da bist und, oh ja, habe ich das jetzt richtig gemacht, ja, sondern einfach
den anderen so wertschätzt, dass du einfach ehrlich zu ihm bist und offen zu ihm bist. Und es kann dir nichts passieren, es ist nur scheiß Internet, ja? Wenn da jemand einen dummen Kommentar ablässt, mein Gott, ist doch scheißegal, oder? Das ist doch wichtig, was du von dir hältst und dass du dich immer daran erinnerst. Welches Ziel habe ich? Das ist bei mir auch immer ganz wichtig, ja? Wenn ich irgendwelche dummen Kommentare bekomme oder Leute, die nicht mit mir übereinstimmen, die mich total kritisieren und so und ich mich dann schlecht fühle oder was weiß ich, jeder hat diese Probleme, ja? Wer sagt, er hat sie nicht, der ist einfach nicht ehrlich, ja? Dann erinnere ich mich immer daran, was ist mein Ziel? Was ist mein Ziel? Was will ich erreichen, ja? Und wenn ich das, was ich gerade mache oder was ich gerade fühle, abchecke mit meinem Ziel, merke ich, das bringt mich gar nicht zu meinem Ziel. Ja? Das hat mich irgendwie abgebracht von meinem Weg. Von daher, Leute, lasst euch nicht beirren. Ja? Wenn ihr euch mal verquatscht, ihr seht es bei meinen Videos, ich kann nicht wirklich vernünftig sprechen die meiste Zeit. Ich kriege nicht ungefähr, ja, das waren nicht mal zwei Sätze jetzt, die ich gerade auf die Kette gekriegt habe. Es ist scheißegal. Sei einfach, wer du bist. Ja? Sei so verrückt, wie du bist. Sei... Ja, be simple, be nature. So, und dann läuft das schon, ja. Dann läuft das schon. Wenn du deine Videos sogar noch monetarisierst, das geht super einfach, kriegst du noch ein bisschen Geld davon, ja. Natürlich, wenn du größer wirst, ist das mehr, ja. Aber am Anfang, mein Gott, die 10 Euro, die du da im Monat irgendwie verdienst, ausgezahlt wird, glaube ich, erst bei 70 oder sowas. Aber es sind halt 10 Euro, ja. Hast du in 7 Monaten 70 Euro dazu. Haben oder nicht haben. Und zusätzlich als Bonus dafür, dass du generell schon mega Freude daran hast, anderen Leuten Dinge zu erklären. Jo, das Video ist wahrscheinlich viel zu lang. Eigentlich wollte ich nur sagen, fange an. Heute. Erstelle heute einen YouTube-Kanal. Ja? Such den Namen aus, der einprägend ist, der einfach ist, den die Leute einfach behalten können. Ja, sowas wie Banana Girl, Banana Boy war natürlich die mega Bombe, ja, war natürlich ein super Einfall. Vegan Power Girl kann sich, glaube ich, auch so halbwegs jeder merken. Ja, aber letztendlich kommt es darauf an, wer du bist. Ja, wer du bist, was du darstellst und dass du einfach darstellst, dass du mit dem, was du machst, total happy bist und ja, dass du das mit anderen Leuten teilen willst. Das ist doch letztendlich schon alles. Jo, alles klar, Leute. Ich bin raus. Wünsche dir alles Gute. Hab noch einen schönen Tag. Mach ihn wundervoll. Und bis bald. Ciao.